Ja, Bier und Kunst, es soll Kunst und Genuss sein. Man darf auch gerne schlemmen und Kunst, das passt dann. Seelennahrung von oben und unten. Und das in der rund 300 Jahre alten Hensenbrauerei in Mönchengladbach. Inhaber Jürgen Görz erwartet heute eine Auftragsarbeit von der Künstlerin Carla Deussen. Wenn Sie dann mal gucken möchten. Ja, gerne. Komm ich, gerne. Oh, das sieht aber toll aus. Wunderschön. Ja, da kann man doch erkennen, tolles Objekt, das wir jetzt hier seit 3 Monaten betreiben. Sehr schön, toll. Und wir bieten ja den Künstlern die Möglichkeit an, das auszustellen hier. Schöne Idee, danke. Einen ganz besonderen Platz bekommt das Brauereibild natürlich auch. Schön, wunderschön. Schönen Platz, ne? Vielen Dank. Oh, bitteschön. Doch das ist nicht das erste Bild, das die Künstlerin hier aufgehangen hat. Die nächsten 4 Monate stellt sie hier ihre Werke aus. Landschaftsbilder können im unteren Teil der Hansenbrauerei bewundert werden. Eine Etage höher zeigt Carla Deussen einen moderneren Strich. Ich kann entspannen dadurch, das ist meditativ für mich, auch Stressbewältigung und eben die Kreativität ist das A und O. Ihre Objekte bringt sie in Zusammenhang mit ihren Bildern. Frau und Mann spiegeln sich thematisch wieder. Ihre Liebe zu Oldtimern hat sie durch ihren Mann entdeckt. Aber selbst hat sie noch keinen. Ja, einen Youngtimer fast. Das dauert aber noch 2 Jährchen, glaube ich. Und dann würde ich schon einen Youngtimer wenigstens fahren. Die jung gebliebene Künstlerin widmet sich der Jugend von heute. Diese Ollis, jungen Leute, man behauptet ja immer, die sitzen hinterm PC und bewegen sich kaum. Also ich denke dann immer, wenn ich diese skatenden Leute sehe, das ist doch in Ordnung, das ist doch tough, die tun noch was. Auf einen Stil festlegen will sich Carla Deussen nicht. Dafür macht ihr das Experimentieren viel zu viel Spaß. Der Reiterkatzenjammer, der darf ja nicht fehlen. Ich hoffe ja mal, dass dann die Katzen, die jetzt noch jammern, irgendwann mal ein Lächeln auf den Lippen haben. Weitere Infos über die Künstlerin finden Sie auf carladeussen.de.